Wir werden Proben nehmen an einem Ort, an dem Gestein in Boden umgewandelt wird. Diese Proben benötigen wir für unsere geochemische Arbeit in dem Forschungsprojekt Icenos. Hier können wir den Prozess beobachten, bei dem Gestein in Boden umgewandelt wird. Das Wasser aus Regen läuft durch Klüfte in das Gestein hinein und wandelt die ursprünglichen Minerale, also Kristalle, in sekundäre Minerale um. Pflanzen nehmen über ihre Wurzeln mineralische Nährstoffe aus dem Boden auf. Man nennt diesen Prozess Verwitterung. Dieser Prozess ist eine ständige chemische Reaktion. Dabei werden große Mengen der chemischen Elemente durch die Erdoberfläche hindurchgeschleust. Diese Gesteinsprobe werden wir zermahlen und später im Labor analysieren. Es ist wirklich ein sehr schönes Stück von der Verwitterungsrinde dieses Granits. Dies ist das Muttergestein. Wir müssen die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials immer genau kennen. Das ist wichtig, denn der Vergleich von Material von vor und nach der Verwitterung verrät uns die Prozesse. Diese Gesteinsprobe bringe ich ins Labor und messe am Massenspektrometer ihre Isotopenzusammensetzung. Marie, Rosesch und Josie nehmen jetzt sorgfältig geologische Proben. Sie überproben das ursprüngliche Gestein und die Produkte der Verwitterung, also Boden und Sediment. Hier sehen wir, wie sich Gestein entlang der Brüche in Boden umgewandelt hat. Der Prozess der Verwitterung läuft hier derzeit ab, aber sehr langsam. Wie nun genau funktioniert dies? Boden, die Haut der Erde, entsteht überall dort, wo Wasser auf Gestein trifft. Hier sickert Regenwasser durch Brüche und Risse in das Gestein hinein. An den Brüchen löst sich das Gestein durch chemische Reaktion auf, es bilden sich Tonminerale und oben wird Bodenkohlenstoff aufgebaut. Dieser Prozess dauert sehr lange, manchmal 10.000 Jahre. Dabei entsteht die typische Schichtung. Oben in braun-grau die Bodenschichtung, unten in gelb verwittertes Gestein. Dies ist also die große Umwandlung, die ständig auf der Erdoberfläche stattfindet. Auf dem Endprodukt, dem Boden, den die Forscher hier untersuchen, wachsen die Pflanzen der Erde. Doch Pflanzen selber sind auch große Akteure in diesem System. In dieser Felslandschaft wachsen die Bäume direkt auf Gestein, das kaum mit Boden bedeckt ist. Wie ist dies möglich? Die Forscher wollen sich diesen Vorgang genauer anschauen. Nach einer neuen Hypothese können Wurzeln oder die damit verbundenen Bodenpilze das Gestein sogar direkt auflösen, um die darin vorkommenden Nährstoffe zu gewinnen. Bei den Arbeiten der Forscherinnen und Forscher geht es um Isotope. Diese markieren die geochemischen Transformationen an der Erdoberfläche. Löst sich ein Gestein bei der Verwitterung auf, hat jedes darin befindliche Element, zum Beispiel Magnesium, Silizium oder Lithium, die Wahl, was es tun möchte. Es kann in dem neu gebildeten Boden bleiben, von Pflanzen aufgenommen werden oder wird in gelöster Form im Wasser von Flüssen abtransportiert. Die Forscher müssen also alle diese Bestandteile für ihre Isotopenuntersuchungen beproben, wie hier das Flusswasser. Bei der Wasserbeprobung werden so viele Begleitdaten wie möglich aufgenommen, zum Beispiel der pH-Wert. Also der natürliche Säuregehalt des Wassers. Was sind nun diese Isotope, die im Zentrum dieser Forschung stehen? Atome, die Bausteine der chemischen Elemente, bestehen aus drei Sorten kleiner Teilchen. Elektronen, in gelb dargestellt, bewegen sich um einen Kern, der aus Protonen in rot und Neutronen in blau besteht. Doch der Atomkern eines chemischen Elementes kann verschiedene Neutronenzahlen haben. Dieses chemische Element kann 8 oder 10 Neutronen enthalten. Es gibt also zwei Isotope dieses Elements.
Legen wir nun das Atom mit 10 Neutronen und das Atom mit 8 Neutronen auf eine Waage, dann sehen wir einen Unterschied in dem Atomgewicht, genannt die Masse. Das schwere Isotop zeigen wir in schwarz und das leichte Isotop in weiß. Doch beide Isotope sind dasselbe chemische Element. Unsere Forscherinnen und Forscher nutzen die neue Methode der Metallisotope. Was diese Isotope so wertvoll für die Forschung macht, nennt sich Isotopenfraktionierung. Was ist Isotopenfraktionierung? Die chemischen Elemente, die bei der Verwitterung im Wasser gelöst wurden, enthalten schwere und leichte Isotope. Bei einer chemischen Reaktion, wie hier der Ausfällung eines Festkörpers, verschieben sich die Häufigkeiten dieser Isotope gegeneinander. Wächst der Festkörper schnell, baut er bevorzugt die weißen, also leichten Isotope ein. Man nennt dies den kinetischen Isotopeneffekt. Er wird durch die Geschwindigkeit der Festkörperbildung bestimmt. Mehr schwere Isotope, in schwarz, bleiben in der Flüssigkeit übrig. Im chemischen Gleichgewicht werden Atome ständig zwischen Flüssigkeit und Festkörper ausgetauscht, obwohl der Festkörper nicht mehr wächst. Hier gehen zum Beispiel eher die schwarzen, also schweren Isotope in den Festkörper. Die leichten Isotope in weiß gehen in die Lösung. Der Gleichgewichtsisotopeneffekt entsteht. Er wird durch chemische Bindungsstärken bestimmt. Messen die Forscher also die Isotopenzusammensetzung der Minerale in Gestein, Boden oder Flusssediment und dazu im jeweils umgebenden Wasser, können sie ablesen, ob sich Umweltveränderungen schnell vollzogen haben, der kinetische Isotopeneffekt, oder ob sich ein natürliches Gleichgewicht in der Erdoberfläche über Hunderte oder Tausende von Jahren eingestellt hat, der Gleichgewichtsisotopeneffekt. Ortswechsel, Geoforschungszentrum in Potsdam. Hier befindet sich das Laboratorium für die Geochemie der Erdoberfläche. Nach erfolgter Probennahme im Feld beginnt erst die eigentliche Arbeit, denn die Isotopenhäufigkeiten müssen gemessen werden. In diesem hochreinen Chemielabor tragen alle Personen Reinraumanzüge und Handschuhe, um Kontamination zu verhindern. Die Bodenprobe aus dem Feld ist jetzt im Labor angekommen. Im ersten Schritt wiegt Rossesch die Probe ein, denn wir wollen wissen, wie viel von allen Stoffen sich in dem Boden befindet. Also müssen wir das Probengewicht kennen. Die Proben werden in Teflongefäßen mit Säuren gefüllt und auf die Herdplatte gestellt. Der Boden löst sich durch die Wirkung der warmen Säure auf. Für die Analyse müssen die chemischen Elemente voneinander getrennt werden. Dies erfolgt in mit feinsten gelben Harzkugeln gefüllten Säulen. Man nennt diesen Schritt Chromatographie. Rossesch pipettiert die gelösten Proben auf die Säulen. Er fügt nach und nach Säure hinzu und das Harz trennt die Elemente voneinander. In Bechern werden sie aufgefangen. Die gelösten Elementproben werden verdünnt und sind jetzt fertig für die Messung am Massenspektrometer. Direkt an das Chemielabor schließt sich der Messraum an, voll von hochkomplizierter Technik und Elektronik. Das Massenspektrometer ist das Herzstück in diesem Labor. Rossesch bringt seine fertigen Proben nun vom Reinstlabor in diesen Messraum. Hi. How is it? Fine. These are my samples from the field. Can you measure? Mit Josie plant er die Isotopenmessung. Es geht um die Auftrennung der Isotope Lithium-7 und Lithium-6. Josie setzt nun die in kleinen Bechern in Säure gelösten Proben in den automatisierten Probengeber des Massenspektrometers ein.
Das Massenspektrometer besteht aus einer Ionenoptik, einem Elektromagneten, mehreren Detektoren und vorne einer Plasmafackel, in der die Proben so stark erhitzt werden, dass alle Atome ionisiert sind, also eine elektrische Ladung haben. Wir sehen die Injektion ionisierter Isotopenteilchen in ein elektrisches Feld, in dem sie auf sehr große Geschwindigkeit beschleunigt werden. Im Trennrohr werden sie durch einen Magneten getrennt. Die schweren Isotope rasen nach links, die leichten Isotope rasen nach rechts. Dort sammeln sie sich an sogenannten Auffängern. Diese Auffänger messen die Häufigkeit der schweren und der leichten Isotope getrennt und leiten sie als elektrischen Strom an ein computerisiertes Signal über, das die Wissenschaftler als Isotopenverhältnis auswerten. Die Signalhöhe auf dem Computer zeigt die Stärke der Ionenströme und damit die Menge der Isotope an. Doch hiermit ist die Arbeit immer noch nicht zu Ende. Das Massenspektrometer generiert große Zahlentabellen. Rossesch und Marie betrachten diese und besprechen ihre Resultate. So why is the delta value so high in this sample? Well, that is actually not a sample, it's a standard. These values are averages out of three. That's the intensity. It's lithium 7 and then we have the different ratios. Am Potsdamer Griebnitzsee, direkt dort, wo früher die Berliner Mauer verlief, treffen sich die Doktoranden und Projektleiter des Europäischen Eisenos-Projektes für ihren Workshop. Hier folgt die Diskussion der wissenschaftlichen Resultate mit Kollegen. Im 19. Jahrhundert entwickelte der französische Ingenieur Henri Darcy Gesetze für den Fluss von Wasser durch poröses Medium. Wenn sich dabei im Grundwasser Gestein auflöst und Sekundärminerale gebildet werden, geht vom freigesetzten Element Lithium das leichte Isotop 6 Lithium in die gebildeten Sekundärminerale, während das freigesetzte Isotop 7 Lithium im Wasser angereichert wird. Jeder biologische Prozess, an dem Magnesium teilnimmt, fraktioniert auch die Isotope des Magnesiums. Die Isotopenzusammensetzung aller Pflanzen unterscheidet sich immer von der Nährlösung, von der sie wachsen. Je mehr Zink wir produzieren, je mehr Zink wir benutzen, umso mehr Zink setzen wir auch frei in die Umwelt. Bei der Freisetzung von Zinkpartikeln in die Atmosphäre werden die leichten Isotope angereichert gegenüber dem ursprünglichen Zinkprodukt. Es gibt drei verschiedene Plätze für Magnesium in einem Tonmineral. Es kann auf dem Oktaederplatz sitzen, es kann adsorbiert sein oder es kann in einer Zwischenlage vorkommen. Wir haben nicht genügend Daten. Warum machen wir also diese ganzen großen Theorien? Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir von einer biologischen Zelle wie von einer Blackbox sprechen. Wissen wir, ob das Magnesium reingeht und dort für immer bleibt? Oder geht es rein und raus, während ein Bakterium macht, was Bakterien nun einmal so tun? Diese Modelle haben enormes Potenzial, um uns bei der Interpretation unserer Daten zu helfen. Wir können den Fluss des Wassers bewerten, die Länge der Fließpfade, alles, was unser System im Untergrund beeinflusst. Dies nutzen wir zum Testen von Szenarien. Mit den neuen Isotopenmethoden stehen die Geochemiker erst ganz am Anfang in der Grundlagenforschung. Doch wofür entwickeln sie ihre Methoden? Die Erdoberfläche reinigt durch die Verwitterung sehr langsam die Atmosphäre von Klimagasen wie CO2. Isotopenfingerabdrücke geben preis, wie die Erde in den Millionen Jahren der Erdgeschichte ihr Klima reguliert hat und ob der Mensch dieses System heute aus dem Gleichgewicht wirft. Metalle gehören zu den wichtigsten industriellen Rohstoffen. Durch die Metallisotopenfingerabdrücke wollen wir lernen, wie wertvolle Metalle wie Kupfer, Zink oder Blei sich im Gestein so angereichert haben, dass sie abbauwürdig sind. Doch heute wollen wir diese Rohstoffe nutzen, ohne die Umwelt mit ihnen zu schädigen. Geochemiker haben bereits begonnen, Metallisotopenfingerabdrücke von Umweltkontaminationen als Detektive für deren Herkunft einzusetzen. Ihre Fraktionierung zeigt auch die Wirksamkeit von Umweltreinigungsverfahren.
Böden müssen die Produktion von Getreide, Gemüse und Früchten für die Ernährung von bald 11 Milliarden Menschen gewährleisten. Mit den Isotopenfingerabdrücken werden die besten Aufnahmepfade von mineralischen Nährstoffen in Pflanzen aufgezeigt. Mit Isotopenmarkern können wertvolle Düngemittel für optimalen und sparsamen Einsatz entwickelt werden. Mit ihrer Grundlagenforschung von heute leisten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen ganz wichtigen Beitrag für unser Leben von morgen.